Zum Herbst gehören natürlich auch Kürbissuppen. Ich zeige euch heute ein ganz einfaches, günstiges und vor allem super leckeres Kürbissuppenrezept, zubereitet in der Cook for Me. Dafür habe ich mich heute für einen kleinen Hokkaido-Kürbis entschieden. Die Kürbissorten Hokkaido und auch der Butternut müssen nicht geschält werden. Beim Backen und Kochen wird die Schale so weich, dass sie mitverzehrt werden kann. Und dennoch muss ich gestehen, dass ich den Kürbis immer schäle. Ich habe den Kürbis also geschält und vom Innenleben befreit. Dafür benötigt man viel Fingerkraft und ein recht gutes Messer. Übrig blieb also etwa 1 Kilo geschälter, gewürfelter Hokkaido-Kürbis. Über die manuelle Eingabe, klassisches Garen, Braten, wird der Topf erhitzt und 2 Esslöffel Butter werden zugegeben. Darin werden 2 Zwiebeln und 3 Knoblauchzehen kräftig angebraten. 2 zerbröselte Lorbeerblätter werden zugegeben. Zwei Karotten und 4 mittelgroße Kartoffeln kommen hinzu. Und 1 Kilo geschälter, gewürfelter Hokkaido-Kürbis. Gewürzt wird mit Curry und Pfeffer. Außerdem werden 2 Würfel Hühnerbrühe zugegeben. Ein Liter Wasser wird angegossen. Alles wird gut verrührt und die Cook for Me wird geschlossen. Bei Einstellung garen unter Druck kocht diese Kürbissuppe nun 20 Minuten. Mit einem Pürierstab werden die Suppenzutaten nun zerkleinert und cremig verrührt. Nach Belieben können nun noch etwa 100 Gramm Kräuterfrischkäse, Creme Fraiche oder Schmand in die heiße Suppe gerührt werden. Nach Belieben kann die Kürbiscremesuppe nun mit gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl angerichtet werden oder ganz einfach wie in meinem Beispiel mit Petersilie bestreut. Ich danke dir für deinen Besuch und hoffe, der Beitrag hat dir gefallen. Über deinen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Jeden Sonntag zeige ich Rezepte von Freunden und aus der Familie, klassisch und manchmal auch modern umgesetzt.